So, hallo und herzlich willkommen im Wald und ich bin wieder was gefragt worden und zwar, was ist das für ein Loch? Und ich blende euch das Loch mal ein und jetzt handelt es sich dabei leider nicht um irgendeine lustige Fallgrube, um irgendwas Lustiges, Böses damit anzustellen, sondern ja, es ist auch nicht irgendein historisches Objekt, wo, keine Ahnung, sich die jungsteinzeitlichen Jäger drin verschanzt haben, um darauf zu warten, dass das Mammut vorbeiläuft, um dann draus hervorzuspringen und das Mammut aufzuspießen. Auch das nicht. Es handelt sich nur um was total Spannendes, wenn man drauf steht, und was unglaublich Langweiliges, wenn man nicht drauf steht. Nämlich ein Bodenprofil. Yeah! Und jetzt gibt es, wenn ich das hier so in den Raum schmeiße, und angenommen sämtliche Vorstudenten Deutschlands hören das, was nicht der Fall ist, bin ich auch gar nicht so böse drum, gibt es etwa 10% von den Vorstudenten, die sagen, Bodenprofil, yeah, so wie ich. Und 90%, die sagen, denn das ist ein Loch, in dem man stundenlang rumgucken, hocken kann und auf Dreck starren tut. Aber nicht nur, man kann den Dreck auch probieren und dran riechen und lustige Würstchen draus formen und ihn nass spritzen und ja, viel mehr. Man kann ihn auch noch teilweise in Salzsäure reinschmeißen, beziehungsweise Salzsäure in den Dreck schmeißen und viele andere lustige Dinge. Man kann ihn dann auch eintüten und später pulverisieren und wiegen und Kationen-Austauschkapazität ermitteln oder den Boden-pH-Wert oder das CN-Verhältnis und kann über so einen Scheiß seine Masterarbeit schreiben. Das kann man alles machen, muss man aber nicht. Und für all diejenigen, die sowas nicht machen wollen, ist es dann halt eher ein ja, dann ist halt nicht so super spannend. Insbesondere, wenn man sich an einem Tag 10 solche anguckt, zum Beispiel. Gut, aber jetzt haben wir es ja nur mit diesem einen Loch zu tun. Und was ist jetzt das? Das ist quasi ja, eine Stelle, wo man sich den Boden in seiner Schichtung, sage ich jetzt mal vorsichtig, Horizontierung wäre fachmännischer ausgedrückt, angucken kann. Denn ein Boden hat verschiedene Schichten, die nicht Schichten heißen, sondern Horizonte. Schichten gibt es auch, die ignorieren wir aber jetzt mal kurz. So, und das ist jetzt interessant, weil man anhand der Reihenfolge der Horizonte jede Menge zum Boden aussagen kann. Nämlich, was ist das überhaupt für ein Boden? Und daraus resultierend, was kann der und was kann der nicht? Und das ist dann auch wieder ganz interessant, eigentlich auch für langfristige Survival-Unternehmen. Weil wenn man in der Lage ist, wenn man sich ein solches Loch geschaufelt hat, den Boden anzugucken und den Boden korrekt zu klassifizieren, dann ist man auch in der Lage zu wissen, wo kann ich denn meine neue Zivilisation begründen, nachdem die alte jetzt von den Zombies gefressen worden ist. Wo habe ich es denn mit einem fruchtbaren Boden zu tun und wo nicht. Und da wir davon ausgehen, dass die neue Zivilisation im Wald gegründet werden muss, weil außerhalb vom Wald ja die Zombies sind. Und jeder weiß ja, Zombies haben Angst vor Bäumen. Deswegen sind Zombies im Wald nicht. Ist es besonders wichtig, sich mit den Waldbäumen auszukennen. Ist völlig Waldbäumen. Waldböden. Mit den Waldbäumen natürlich auch. Ja, ist völlig einleuchtend. Ne? Und deswegen werde ich jetzt mal kurz ein bisschen darauf eingehen. Außerdem, nachdem der liebe Fragesteller, den ich namentlich nicht nennen möchte, auch wenn ich mir diesmal ausnahmsweise sogar mal gemerkt habe, wie er heißt, sorry an alle anderen, bei denen mir das nicht gelungen ist, jedenfalls aus Gründen der Anonymität lasse ich das lieber sein. Wurscht. Jedenfalls ist er extra nochmal hingedackelt und hat extra nochmal ein paar Detailaufnahmen von diesem Bodenprofil gemacht, nachdem ich ihm erzählt habe, dass es ein Bodenprofil ist. Und dass ich es unglaublich spannend finden würde, böser Ben, schickst du schon Leute für dich in den Wald zum Arbeiten, heieiei, wenn er dann nochmal ein paar Detailfotos eventuell nachreichen könnte. Hat er gemacht und deswegen gibt es jetzt dieses Video und ich habe im Übrigen eigentlich ein schlechtes Gewissen. Aber damit kann ich leben, denn es trifft mich hart,
aber nicht unvorbereitet. So, jede Menge einführendes Geplapper. Legen wir los. Wir haben es hier, um es vorwegzunehmen, mit einem relativ häufigen, nicht unbedingt besonders besonderen Boden zu tun. Das ist vielleicht einer der drei mengenmäßig häufigsten, die es in Deutschland gibt. Ich will noch nicht sagen, was es ist. Das sparen wir uns zum Ende auf. Das ist, sagt den meisten von euch sowieso nichts. Aber ich habe das Gefühl, es ist so spannender. Jetzt muss man zu dem Boden wissen, dass der eigentlich aus drei grundsätzlich unterschiedlichen Schichten besteht. Streng genommen gehört die erste noch gar nicht zum Boden, sondern noch zu dem, was über dem Boden ist. Und was ist über dem Boden? Der Humus oder auch der Auflagehorizont. Den nennt man auch O. Es kann aber da oben auf dem Auflagehorizont O kann es aber auch noch einen L-Horizont geben. Das ist der Streuhorizont und besteht insbesondere im Herbst, ist er schön zu sehen, aus dem ganzen super frisch gefallenen Laub, was noch in keinster Weise irgendwie umgesetzt worden ist und damit nichts anderes ist als Laub, das getrocknet, vertrocknet ist und auf dem Boden liegt. Mehr ist da nicht passiert. Nämlich der O-Horizont enthält quasi sämtliche Zersetzungsstadien von dem besagten Laub. Das kann man ganz grob in drei Lagen unterteilen, wenn man das möchte. Das fast noch gar nicht zersetzte, aber zumindest in einer gewissen Schicht sich abgelegte Zeug. Also das nach dem Herbst, wenn es dann mal ordentlich liegt, sozusagen. Und so ganz leichte Zersetzungsprozesse schon stattgefunden haben. Dann das mittlere, da kann man noch einzelne Blattfragmente zum Beispiel erkennen oder Nadelstückchen, also halbe Nadeln, Drittelnadeln, irgendwie sowas. Es ist schon noch erkennbar, aber es hat offensichtlich schon eine Zerkleinerung stattgefunden. Und dann gibt es noch den unteren Bereich. Ich will gar nicht immer sagen, wie das heißt, das interessiert eh niemand. Das ist schon das Feinmaterial. Es ist also quasi eine Art Pulver, bestehend aus schon weitgehend zersetzter organischer Substanz. Aber all diese ganzen Auflagesachen haben gemeinsam, die bestehen aus organischer Substanz. Organische Substanz ist im Großen und Ganzen tote Biomasse. Das kann sein totes Pflanzenmaterial, totes tierisches Material, also ein totes Tier, und Verdauungsrückstände, sage ich jetzt mal. Also Scheiße auf gut Deutsch. Wobei nur komplexe Organismen überhaupt in der Lage sind, Scheiße zu produzieren. Ein sehr einfacher Organismus wie ein Bakterium tut das eigentlich nicht. Das gibt auch Rückstände ab, aber die sind nicht wirklich aufbereitet zu einem speziell hergestellten Ausscheidungsprodukt. Das, was wir halt eben unter Scheiße kennen. So. Das ist also die organische Substanz. Die liegt auf dem Boden drauf, deswegen heißt das Ding auch Auflagehorizont. Und dann kommt erst der eigentliche Boden. Und den kann man jetzt nochmal unterscheiden in Oberboden und Unterboden. Und das ist streng genommen eigentlich auch schon gar kein Boden mehr, das Ausgangsgestein. Da Ober- und Unterboden ein bisschen komplizierter sind, beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem Ausgangsgestein. Das macht auch Sinn, wie wir gleich sehen werden, das in dieser Reihenfolge zu tun. Denn das Ausgangsgestein ist quasi das, was die Geologie liefert. Der Fels, auf dem der ganze Boden rumliegt, kann sein Sandstein, kann sein Granit, kann sein Basalt, irgendwelche vulkanischen, magmatischen Ausscheidungen, also irgendwelche erkaltete Lava beispielsweise. All sowas ist das Ausgangsgestein. Es kann sich aber auch um Sedimente handeln. Beispielsweise neben einem Bach wird man immer Sedimentgestein finden. Also das ganze Zeug, was der Bach da quasi hertransportiert hat, in sich selbst runtergespült. Typischerweise, sage ich vielleicht auch noch kurz dazu, ist das je nachdem, wie stark der Bach noch fließt und wie nah an seiner Mündung ist, eben von Quelle zu Mündung tendenziell abnehmend groß.
Also heißt, wo ein reißender Gebirgspass ist, da kann er noch richtig große Felsen transportieren. Und wenn er so ein langsam dahin plätscherndes, super breites Gewässer kurz vor der Mündung, zum Beispiel der Rhein, ist, dann setzt er halt im Wesentlichen noch Sand und noch feineres Material ab. Von großen Steinen ist dann nichts mehr zu bemerken. So, und dieses Zeug, egal was er da jetzt nun abgesetzt hat, ist in jedem Fall Sedimentmaterial. Also die ganz großen Blöcke nicht. Da spricht man jetzt nicht unbedingt im klassischen Sinne von Sediment, aber ab Sand und Feineres, das alles Sediment. Und das kann auch Ausgangsgestein sein, insbesondere dann, wenn es zusammengebacken ist. Und dann eben, wo hocke ich mich hier am dümmsten hin? Da hocke ich mich hin. Ein Festkörper bildet. Ne? Also Sandstein ist Sand, der zusammengebacken wurde. Das sind also so die verschiedenen Ausgangsmaterialien. Jetzt gibt es da zwei verschiedene Formen, könnte man sagen. Es gibt einmal silikatische und carbonathaltige Ausgangsgesteine. Und Silikat ist im Wesentlichen so Zeug, was sauer verwittert, während carbonathaltiges Zeug eher alkalisch verwittert. Also hat einen hohen pH-Wert und das saure Zeug hat einen niedrigen pH-Wert. Das ist relativ wichtig, weil das elementare Auswirkungen eben auf den Boden hat, der sich auf so einem Ausgangsgestein bildet. Und das ist schon der eine Faktor, den wir brauchen, um halt eben einen Boden klassifizieren zu können. Was ist denn das überhaupt für ein Ausgangsgestein? So, und jetzt ist der Boden quasi das, was sich aus dem Ausgangsgestein bildet, wenn organische Substanz drauf fällt. Er kann sich auch ohne das Drauffallen von organischer Substanz bilden, dann geht das aber unglaublich langsam und mühsam und was bei rauskommt, ist nährstofftechnisch großer Scheiß. Jetzt kriege ich gleich Besuch. So, lala. Und jetzt haben wir nicht nur das Ausgangsgestein und nicht nur die Auflage, sondern wir haben eben dazwischen den eigentlichen Boden. Und da gibt es jetzt einen Oberboden und es gibt einen Unterboden. Und zwar ist der Oberboden der Boden, der schon ziemlich deutlich von der organischen Auflage beeinflusst worden ist. Und der Unterboden ist der, der noch nicht so viel Einfluss abbekommen hat. Der älteste Boden, der schon am längsten da liegt, ist immer der ganz oben. Denn ein Boden entwickelt sich von oben nach unten. Also von oben kommen die ganzen bodenbildenden Prozesse, die auf das Ausgangsgestein einwirken, in Form von zum Beispiel Regen. Regen ist immer zu einem ganz, 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 ganz winzigen Grad auch eine Säure. Man spricht davon Hydrolyse, also Lösung durch Wasser, weil Wasser halt ganz leicht säuretechnisch wirken kann und kann dann einzelne Partikel aus dem Ausgangsgestein, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben zum Beispiel mit Granit zu tun, eben lösen. Und diese Partikel sind dann klein und fein. Und wenn das über einen langen Zeitraum passiert, haben wir irgendwann auf unserem festen Felsblock eine ganz dünne Schicht feineren Materials. Und da drauf liegt eine zum Initialstadium einer Bodenentwicklung auch wahnsinnig dünne Schicht mit organische Substanz. Wo kann die herkommen? Na ja, zum Beispiel von sehr, sehr, sehr einfachen Pflanzen, die gar nicht erst einen Boden brauchen, um sich ansiedeln zu können. Dass ein Baum einen Boden braucht, ist klar, weil irgendwo müssen die Wurzeln ja rein. Du kannst nicht 40 Meter hoch werden, wenn du unten keinen Anker hast. Das funktioniert nicht, indem man einfach flach auf dem Boden steht. Wird schwierig, auf dem Stein. Nein. Ne? Aber ein Moos beispielsweise, das kann das. Ein Moos kann sich auf den blanken Stein hocken, das interessiert das Moos überhaupt nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal zu einem blanken Stein geht, auf dem jede Menge Moos drauf ist, und hebt das mal hoch und guckt da mal drunter, dann findet man genau das. Eine erste ganz dünne Schicht von, naja, der Laie würde sagen Dreck, die da auf dem Stein liegt und erster initialer Boden eigentlich ist. Das kann wirklich nur ganz, 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 ganz wenig sein, aber im Wesentlichen entsteht dieses Zeug, also erstens mal durch vielleicht Dreck, der aus der Umgebung dahin geweht worden ist und sich jetzt da abgelagert hat, und Dreck meint Boden, Dreck ist immer Boden,
beziehungsweise Boden ist immer Dreck. Und wenn das irgendein Bodenkundler hört, dreht er normalerweise durch und will denjenigen töten, der das sagt. Weil Boden ist Boden und nicht Dreck. Aber ich benutze das trotzdem gerne, weil ich gerne ein wenig provozieren möchte. Ja, und jedenfalls dieser initiale Boden, der entwickelt sich ja jetzt weiter. Da entsteht ja mehr davon. Und insbesondere, wenn der dann mal eine gewisse Mächtigkeit von, sagen wir mal, 2-3 Zentimetern erreicht hat, dann können sich da auch höhere Pflanzen, die auf eine Wurzel angewiesen sind, drauf ansiedeln, die auch darauf angewiesen sind, deswegen einen Boden zu brauchen, weil der Wasser speichern kann. Ein Stein speichert kein Wasser, der saugt sich ja nicht voll, bekanntlich. Ein Boden hingegen kann das schon und damit haben dann irgendwelche etwas komplexeren Pflanzen überhaupt erst beim Vorhandensein von Boden die Möglichkeit, über längere Zeiträume bestehen zu können, weil sie über längere Zeiträume Wasser verfügbar haben können. Wie gesagt, bei einem Moos ist das nicht notwendig, bei allem, was dann zum Thema, zur Kategorie Blütenpflanze oder Samenpflanze gehört, ist das zwingend erforderlich und die brauchen alle ein Mindestmaß an Boden. Dieser Prozess kann jetzt lange dauern. Irgendwann ist der Boden so mächtig, dass da auch Bäume drin wachsen können und die geben dann halt natürlich noch mehr organische Säuren auch eben wiederum ab, die dann noch mehr das Ausgangsgestein angreifen und das Ausgangsgestein wird noch schneller aufgelöst und wir kriegen einen immer tiefer werdenden Boden. So, das ist also so der grundsätzliche Prozess der Bodenentwicklung. Die schmeißen ja auch immer wieder oben dann organische Substanz drauf. Und ab einem gewissen Stadium der Komplexität des Bodens, der Mächtigkeit, umso komplexer wird der, umso mächtiger er ist, wird das organische Material, das oben drauf liegt, auch in den Boden eingearbeitet. Und es entsteht ein charakteristischer, sogenannter humoser Oberboden. Also jetzt zum ersten Mal in der Bodenentwicklung ein Mix aus rein anorganischem Material, also zerkleinertem Stein im Wesentlichen, und rein organischem Material, also nur tote Biomasse, ein Mix aus beidem. Tote Biomasse, die in das Gefüge aus dem anorganischen Material des Ausgangsgesteins eingearbeitet wurde. So, und das ist ein Aha-Horizont. Also ein humoser Oberboden. Der ist ganz typisch für fast alle deutschen Böden. Gibt's den? Ich glaube, den gibt's sogar wirklich bei jedem. Nein, nicht unbedingt, aber bei fast. Bis auf so ein paar ganz super tolle Spezialfälle haben wir überall diesen humosen Oberboden. So, und darunter, soweit eben dieses humose Material in den Boden eingedrungen ist, reicht, ist der. Und dann gibt es einen Schnitt, einen Horizont. Und unter diesem Horizont kommt dann der Mineralboden. Der Boden, der ganz überwiegend nur aus mineralischem Material aus dem Ausgangsgestein eben noch besteht. So, das heißt nicht, dass dieses Material nicht bereits durch bodenbildende Prozesse beeinflusst worden ist und nicht schon umgewandelt wurde. Aber es ist jedenfalls noch nicht so weit, dass da schon das organische Material von oben direkt eingedrungen ist. Trotzdem, die Säuren, die vom organischen Material abgegeben werden und dann noch unten in den Boden getragen werden mittels des Regenwassers, wirken da selbstverständlich dann auch. Und jetzt haben wir es ja eben mit diesem Boden zu tun, den wir in den Bildern entsprechend sehen können. Und da werde ich euch jetzt eine Reihe von Bildern einblenden und vielleicht seid ihr ja schon jetzt in der Lage zu erkennen, obendrauf, also es ist kein schönes Profil, ich blende auch noch mal ein paar schöne Profile von Wikipedia ein, die man da ja entsprechend klauen und verwenden kann. Ich habe selber auch noch irgendwelche Fotos von Bodenprofilen rumliegen, so ist das nicht. Aber bis ich die finde, dann bin ich mit Wikipedia schneller dran. Und da kann man spätestens auf den Wikipedia-Bildern dann ganz gut sehen, da liegt halt oben die organische Substanz und dann kommt so eine braune Schicht. Und das ist der Aha-Horizont, der humose Oberboden, also der Teil des Mineralbodens, in den die ganzen Huminstoffe eingearbeitet wurden und da auch umgesetzt wurden. Ein Tier, das das zum Beispiel macht, wäre der Regenwurm. Ne? Der holt sich das Zeug von oben und transportiert es unter anderem nach unten. Es kann also schon mal sein, dass der sich einfach mal ein paar Blätter wegschnappt und die dann quasi in den Boden sozusagen einarbeitet. Also nicht nur jetzt der Regenwurm, aber als prominentes Beispiel eben. Das sind dann die größeren Bodentiere, die daran maßgeblich beteiligt sind. Und das haben wir eben bei diesem Boden, den wir da jetzt sehen, auch. Und was wir jetzt da drunter haben, ist eine mehr oder weniger gleichbleibende Schicht von
B-Horizont. A ist der Oberboden, B ist der Unterboden, ne? Also der Mineralbodenhorizont. Und der geht tatsächlich ohne einen großartig sichtbaren Unterschied in seiner Struktur, geht der bis ganz nach unten. Bis eben zu den Felsen, die man am unteren Bildrand dann erkennen kann. Und das ist in diesem Fall jetzt auch das Ausgangsmaterial. Also das sind diese relativ großen Felsblöcke. Es ist aber ein lockeres Ausgangsmaterial und kein Festgestein, weil es ja einzelne Blöcke sind. Das ist dann zum Beispiel interessant, wenn man jetzt Baumwachstum beobachten möchte, weil Bäume sehr wohl in der Lage sind, in solche Zwischenräume von diesen großen, relativ großen Steinen noch Wurzeln reinzuschieben und da zum Teil vielleicht sogar noch relativ weit nach unten wurzeln können. So eine Wurzel ist dann nicht mehr geeignet, um den Baum großartig festzuhalten, aber zur Nährstoffaufnahme und innerhalb eben dieser großen Felsen durchaus noch sehr gut zu gebrauchen und kann da dann auch noch eben entsprechend Wasser aufnehmen. Das verschafft den Bäumen auch einen großen Konkurrenzvorteil, wenn sie zum Beispiel noch klein, gegenüber allen anderen Pflanzen, die deutlich kleiner sind als Bäume, weil die haben nicht so lange Wurzeln und kommen da gar nicht runter, wo es unter Umständen noch jede Menge Wasser und jede Menge Nährstoffe gibt. Also eine andere Lebensform als Wald mit mächtigen Wurzeln wäre dann auf so einem Boden eigentlich fast nicht vorstellbar. Beziehungsweise der Wald wird sich gegenüber allen anderen Vegetationsformen durchsetzen, weil der halt an viel mehr Nährstoffe und Wasser rankommt, als alle anderen Pflanzentypen das eben könnten. Okay, also das ist jetzt so der Grundaufbau eines Bodens. Und wie man jetzt eben in den Fotos sehen kann, haben wir mehr oder weniger auch genau diesen Grundaufbau in dem Boden, von dem Bodenprofil, was ich geschickt bekommen habe. Es ist also nichts großartig super Spannendes und es ist auch kein hochkomplizierter Boden. Bei Wikipedia gibt es da eben Beispiele für viel, viel, viel komplexere. Und zwar wird es sich wahrscheinlich um einen Boden aus silikatischem Gestein handeln, in irgendeiner Form. Das kann jetzt Sandstein sein, eben Granit und verschiedene andere tolle Dinge. Was ich jetzt halt alles nicht machen kann, aber eigentlich zum Beispiel machen müsste, wenn ich jetzt wirklich vor Ort wäre und mir diesen Bogen genau angucken wollte und sicher sein wollte, um was für einen Boden es sich handelt, dann müsste ich jetzt zum Beispiel schauen, ob es in der Tiefe vom B-Horizont mehr Ton gibt als oben. Was ist jetzt Ton? Ton sind ganz, 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 ganz feine Partikel. Man kann die Bodensubstanz, die Feinsubstanz in drei Kornfraktionen unterteilen. Die groben, die nennt man Sand. Dann das mittlere Zeug, das ist der Schluff. Und das ganz, ganz feine, das ist der Ton. Und der Ton ist insbesondere für die Nährstoffverfügbarkeit von Böden ganz elementar und entscheidend. Hat aber auch den Nachteil, wenn es zu viel Ton gibt, dann bildet der zusammen, ja, man kennt das ja, Töpfern, ne, aus Ton eine nahezu undurchdringliche wasserdichte Schicht. Und das führt dann zu zum Beispiel staunassen Böden. Also so eine Schicht könnte man sehen, wenn es jetzt eben eine solche Schicht geben würde, die unglaublich dicht ist. Darauf steht dann so quasi mehr oder weniger das Wasser. Und es gibt auch Farbunterschiede, ganz grob ausgedrückt. Das würde also sofort auffallen, wenn sowas da wäre. Man könnte aber eine Tonverlagerung von oben nach unten relativ einfach feststellen, indem man zum Beispiel in den obersten 5 cm vom B-Horizont ein bisschen Boden rausnimmt und zu einer Wurst dreht. Und je nachdem, wie dünn sich das zu so einer kleinen Wurst ausdrehen lässt, desto mehr Ton ist drin. Nehmen wir mal an, oben ist die Wurst nur maximal 1 cm dick und dann fällt es auseinander. Unten machen wir nochmal das gleiche Spielchen, so 10 cm tiefer und stellen fest, oh, da könnten wir eine Wurst drehen, die ist 1 cm oder einen halben Zentimeter dick, bevor sie auseinanderfällt. Dann hätten wir nachgewiesen, dass wir eine Tonverlagerung haben. Wir haben also Ton aus dem Oberboden, der runtergespült wird in den Unterboden und sich da anreichert. Dann wäre es eine Parabraunerde. Das kann man aber oft auch schon farblich erkennen, weil wenn weniger Ton oben vorhanden ist und unten mehr, dann bleicht es oben so leicht aus. Also der braunliche Farbton, den unser Boden hier hat,
wäre dann oben weniger intensiv als unten. Das wäre dann ein optisches Zeichen. Haben wir aber nicht. Wir haben durchgehend den gleichen Farbton. Und da ich sonst keinerlei andere Anzeichen jetzt optisch irgendwie erkennen kann, muss ich davon ausgehen, dass der gesamte B-Horizont mehr oder weniger dieselbe Eigenschaft hat, weil dieselbe Farbe. Und das wäre dann folgende Eigenschaft, BV. Also man gibt die Eigenschaften des Horizonts immer mit einem kleinen Buchstaben an. Großes B, kleines V. Und was heißt jetzt V? Verwittert. Und woran erkennt man jetzt, dass dieses Zeug verwittert ist? Na, weil es braun ist. Beziehungsweise, wenn es noch mehr verwittert und je nach Ausgangsmaterial, kann es auch in Richtung rötlich tendieren. Und was ist das dann, wenn was so aussieht, also so rostrot? Wir betonen Rost. Da haben wir es dann mit ziemlicher Sicherheit, nämlich eben genau damit zu tun. Eisenoxid, Rost, oxidiertes Eisen. Und wie kann das passieren? Naja, in unserem Ausgangsmaterial ist mit Sicherheit irgendwelches Eisen drin. Eisen ist nahezu in jedem Ausgangsmaterial, Grundgestein, in irgendeiner Form vorhanden. Im Fall von einem solchen Boden ist es wahrscheinlich relativ viel. Wird jetzt unser Ausgangsmaterial immer mehr zerkleinert, dann werden auch die einzelnen Eisenpartikel, die da normalerweise geschützt drin liegen, irgendwann frei. Und was machen sie dann? Oxidieren. Sie rosten. Und lagern sich dann am äußeren Bereich der Partikel, der einzelnen Bodenpartikel an. Das heißt, die Oberfläche der kleinen Bodenkörperchen wird rostig, weil die ganzen Eisensachen außen dran hängen. Und diesen Prozess nennt man Verbraunung. Und danach benannt ist auch der Bodentyp die Braunerde. Die wird halt quasi immer brauner. Je älter das Ding wird, desto roter wird's. Es gibt Tropenböden, die sind nochmal ein anderes Ding. Ne? Die sind keine Braunerden mehr, aber der Prozess der Verbraunung findet da auch bis zu einem gewissen Grad statt. Das ist auch wieder ein bisschen kompliziert. Worauf ich hinaus möchte, sie können bis zu blutrot werden. Also so wirklich richtig, richtig rote Böden, eben wegen den enormen Mengen an Eisenoxid, die dann da irgendwo drin stecken. Dass so ein Boden dann nicht mehr besonders fruchtbar ist, das muss ich hoffentlich niemandem erzählen. Ne? Also ein Boden, der fast nur aus Eisenoxid besteht. Kann ja nicht lecker sein. Ein zweiter Prozess findet auch noch statt. Wenn man Verbraunung hat, hat man auch immer Verlähmung. Ja, aber auf die müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so weiter eingehen. Es werden da halt jedenfalls neue Mineralien gebildet, beziehungsweise die vorhandenen Mineralien werden so ein bisschen umgesetzt, einfach dadurch, dass die großen aufgebrochen werden, eben vom Trägermaterial, vom Ausgangsgestein abgelöst werden und immer feiner zersetzt und immer kleiner quasi und in ihre chemischen Ausgangsmaterialien zerlegt, die sich dann als andere Mineralien wieder zusammenschließen können. Und diesen Prozess, den nennt man dann eben Verbraunung und Verlähmung insgesamt. Das ist der ganze Hauptprozess, der bei einer Braunerde abläuft. Und jetzt wissen wir also auch, mit was wir es zu tun haben. Es handelt sich um eine Braunerde. Wahrscheinlich um eine saure Braunerde. Das muss aber nicht. Um das festzustellen, müsste ich jetzt wieder vor Ort sein. Möglich wäre auch eine basenreiche Braunerde. Das ist also eine Form von nährstoffreicherer Braunerde. Wenn man eine basenreiche Braunerde hat, dann sind da eben auch noch solche basischen Dinger drin. Und hat man es nur mit einer sauren Braunerde zu tun, dann fehlen die basischen Sachen. So, und jetzt können wir zum Schluss noch sagen, was bedeutet denn das jetzt? Was kann man jetzt mit so einer Braunerde anfangen, nachdem wir jetzt wissen, dass es eine Braunerde ist? Mit moderner Landwirtschaft kann man da mit einer tiefgründigen, sauren Braunerde, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eine saure, eigentlich alles machen, weil man ja Kunstdünger draufkippen kann. Ich habe es ja schon gesagt. Eigentlich ist so eine saure Braunerde kein besonders guter Boden, um da irgendwas Vernünftiges drauf anzubauen. Es gibt aber eine bestimmte Pflanze,
die aus solchen Böden quasi wunderbar gedeihen und wachsen kann und sich darauf nicht unbedingt spezialisiert, aber da sehr hervortut durch eine große Dominanz. Und die heißt Buche. Wir haben es hier also mit einem typischen, mit dem Archetyp des Buchenwaldbodens eigentlich zu tun. Und das ist auch schon Beispiel schon interessant. Wenn man jetzt also der Förster ist und gräbt sich ein Loch und sieht, oh, ich habe eine saure Braunerde, dann kann ich mir zumindest sicher sein, verschiedene Möglichkeiten, was ich an Bäumen hier hinpflanzen kann, aber Buche geht auf jeden Fall. Buche geht immer. Ne? Wenn es zum Beispiel ein staunasser Boden wäre, dann würde Buche gar nicht gehen, das mag sie nicht. Das kann man dann eigentlich fast nicht machen. Sinnvollerweise pflanzt man dann zum Beispiel Eiche. Nur zum Beispiel. Viele Möglichkeiten. Also das wäre so eine Konsequenz. Und jetzt für den Survival-Fall wissen wir, wenn wir eine saure Braunerde ausgebuddelt haben, okay, unsere Siedlung, nachdem die Zombies alle anderen gefressen haben, werden wir nicht unbedingt hier gründen, weil hier wächst nix. Das wäre also strategisch unklug und wir gehen lieber wohin, wo wir mindestens eine basenreiche Braunerde haben, weil der Sauren fehlt die Hälfte der nötigen Nährstoffe, die man für, sagen wir mal, Kulturpflanzen wie Getreide zum Beispiel eben braucht. Diese ganzen Nutzpflanzen, die wir haben, die wir hochkultiviert haben, die sind alle hoch anspruchsvoll an den Nährstoffgehalt des Bodens. Also da muss wirklich alles in perfekter Zusammensetzung drin sein, damit die optimal wachsen. Das hat man früher nicht gehabt. Und das hat man früher auch nicht gebraucht. All diese Urgetreide aus der Jungsteinzeit, die sind erheblich genügsamer, was die Nährstoffzusammensetzung des Bodens angeht, als eben unsere Hochleistungsgetreide, die wir heutzutage haben. Jetzt nicht, dass ich sagen will, die sind jetzt scheiße, die modernen Getreide. Es ist nur einfach interessant zu wissen, wie ich finde. Ja, und viel mehr kann man dann zu einer sauren Braunerde eigentlich auch gar nicht sagen. Da wir sehr viel silikatische Ausgangsmaterialien haben in Deutschland, ist das ein sehr häufiger Boden, schlicht und ergreifend. Wann immer man silikathaltige Ausgangsmaterialien hat und aufgrund dessen, dass die Eiszeiten bei der Bodenentwicklung auch eine große Rolle gespielt haben, ist der typische Boden, den man dann bekommt, eine saure Braunerde. Wird jetzt, das ist noch wichtig, wird jetzt auf eine saure Braunerde noch viel mehr Säure drauf gegeben und die saure Braunerde wird noch saurer, dann wird sie zum Pozzol. Pozzol habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist ein ziemlich prominenter Boden und der ist jetzt für landwirtschaftliche Zwecke grauenvoll. Da wächst quasi nichts an landwirtschaftlichem Zeugs drauf. Bäume können noch, insbesondere auch wieder zum Beispiel Buchen, sehr gut auch Kiefern, aber Landwirtschaft, das kann man mehr oder weniger vergessen. Da muss man schon enormen Aufwand betreiben, dass sich da dann noch vernünftig was anpflanzen lässt. Und ein schönes Beispiel, ein großes historisches Freilandlabor sozusagen, ist die Lüneburger Heide. Wer da sich auskennt oder da mal gewesen ist oder da noch hin möchte, kann da wunderbar rausfinden, wie man denn auf einem katastrophal schlechten Boden, die komplette Heide ist mit das schlechteste an Böden, was wir haben, weil so pozzoliert, dass es jenseits von Gut und Böse, trotzdem noch einigermaßen Erträge erzielen kann. Und der Aufwand ist halt vergleichsweise riesig. So, und jetzt, wie kriegt man eine saure Braunerde noch saurer? Man pflanzt Nadelbäume drauf anstatt Buche, weil Nadelstreu in der Regel sauer verwittert. Also sprich, diese organischen Säuren, die von jedem organischen Material in gewisser Weise abgegeben werden, das auf den Boden fällt, sind besonders stark ausgeprägt eben von der Streu von Nadelbäumen wie Fichte und noch schlimmer bei Kiefer. Also das ist so ein selbstverstärkender Prozess. Kiefer ist so das eine mehr oder weniger, was man noch so richtig effizient auf den Pozzol draufstellen kann, was dann noch wächst und gleichzeitig noch gutes Holz liefert. Gleichzeitig ist Kiefer auch diejenige Baumart, die die Pozzolierung noch weiter vorantreibt, also am weitesten vorantreibt. Man könnte also den Prozess dieser Pozzolierung erheblich reduzieren, wenn man da Buche draufstellen würde. Können würde man wahrscheinlich, bis zu einem gewissen Grad. Wenn es irgendwann ganz, ganz schlimm ist, wächst tatsächlich nur noch Kiefer. Und das halt dann eben auch
sau schwierig, wenn man jetzt über den Nachhaltigkeitsgedanken nachdenkt, was stelle ich denn jetzt nun verflixt nochmal dann auf so einen Boden drauf? Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, Nadelholz auf saurer Braunerde führt ganz langfristig gedacht zu einer extremen Versauerung des Bodens und macht den nicht besser, vorsichtig ausgedrückt. Das wäre also auch nochmal so ein Grund, weshalb man mehr zum Laubholz umschwenken sollte. Und damit tschüss.